Das sind einfach die Sachen, die zu erledigen sind. Geh zum Wild Jackson. Okay. Wir könnten ja noch die Aufgabe machen. Meine Nase kitzelt gerade. Oh Gott. Tenkaichi Street. Dankeschön. Oh, jetzt laufe ich schon falsch. Ne? Meine Orientierung. Hat nur Toni im Perso zu stehen. Ich muss sagen, ich finde die Technik mit dem Tritten auch viel cooler. Boah, 10.000 habe ich bekommen, um den zu verprügeln. Dann hast du einfach für Geld zu verdienen. Böse, böse, böse. Drei oder vier Wochen. Boah, das ist echt lange. Du raubst ja nicht aus. Nee. Verdiene es mir, indem ich mich verteidige. Moshi, moshi. Oh, lecker. Geht im Real Life auch. Ja, dazu müsste ich jetzt aber solche Fähigkeiten haben. Dann fängst du da an, ich hätte die Chance genutzt. Ach, da sind wieder welche. Kommt her, meine Kleinen. Ach, ihr seid da. Sag mal, ist die kalt oder so? Du denn? Jo. Und da muss Eitel wegbringen gehen. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Hm? Ist gerade irgendetwas passiert? Handgreiflich, bist du in Ordnung? Beruhig dich und dann erzähl mir, was passiert ist. Hatte kein Geld, einfach abgehauen. Ich verstehe nicht ganz. Was meinst du damit? Ich habe nur Gast, handgreiflich, hatte kein Geld und abgehauen verstanden. Was will er dir damit sagen? Der Gast hat kein Geld gehabt, hat aber gegessen, ist dann handgreiflich geworden und abgehauen. Wow, Yagami, du bist der Detektiv. Was ist das denn jetzt? Jemand hat gegessen und dann die Zeche geprellt. Du hast dir ein Buch übers Kämpfen gekauft. Was? Du hast den Kunden Punsch serviert? Du bist regelmäßig pleite? Hä? Wow. Ja, der Typ, der gerade rausgerannt ist. Das ist der. Bitte schnapp ihn dir, bevor er verschwindet. Ich würde jetzt echt mal wissen, ob irgendeine Person das wirklich anders gewählt hat. Das würde ich jetzt echt gerne mal wissen. Jetzt nicht aus Spaß oder so, sondern wirklich das anders verstanden hat. Sag mal, mit was wirft er hier? Sushi-Rollen oder was? Oh, falscher Knopf. Autsch. Oh Mann, jetzt. Ich guck in den Chat. Ich bin auch. Meine Nase kitzelt. Puh.
Ja, ich bin gerade echt gut. Das funktioniert nicht immer. Das ist voll kacke. Ach, Mann. Ich bin gerade nicht konzentriert. Bevor ich wenigstens von Drogen weg bin. Oh Gott. Ja, bleib davon auch weg. Ende der Fahnenstange, Kumpel. Bleib einfach ruhig, dann müssen wir das nicht auf die harte Tour klären. Verdammt, ich bin am Arsch. Muss. Kannst du eine Kampfsport dafür lernen? Ja. Es Ketchum schnappt, aber so ein kleiner Zechpreller macht solche Schwierigkeiten. Du hast wohl noch einen langen Weg vor dir, sie alle zu grapschen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich muss noch viel lernen. So, du hast mir sehr geholfen. Kein Problem. Wenn ich in Panik gerate, fällt es mir schwer zu sprechen. Danke, dass du meinen Kauderwelsch entschlüsselt hast. Ist doch klar, ich habe deine Worte vielleicht nicht gleich verstanden, aber ich habe gespürt, was du fühlst. Okay. Du bist klasse, Yagami-san. Oh, ich habe hier was für dich. Auf den ersten Blick vielleicht nicht so nützlich, aber schau es dir mal an. Was denn? Ich habe es in einer Buchantiquariat, ich kann es gar nicht lesen, gefunden. Ich fand das irgendwie sehr interessant. Die Kunst der Völlerei. Was ist das? Ich habe es gekauft, weil ich dachte, es würde mir beim Lernen helfen. War zwar nicht hilfreich, aber sehr unterhaltsam. Verstehe. Ich weiß die Geste sehr zu schätzen. Das Lesen des Buches hat bodenloser Magen freigeschaltet. Lerne der was? Im Skill? Das ist ein Skill? Okay. Ich habe einen Skill dadurch gelernt. Aber hier kann man so viel machen. Betrunkenen Faust, oh mein Gott. Oh Gott, Entschuldigung. Meine Nase ist gerade... wütender Konter. Sie kitzelt schon wieder. Was ist denn jetzt los? Du hast einen neuen Skill. Ach, das ist hier. Oh Gott, oh Gott. Gnädige Frau, darf ihr Butler Feierabend machen oder brauchen sie noch was? Taschentuch. Uni-chan, danke für deine 5 Erdbeeren. Vielen, vielen Dank. Nein, du kannst Feierabend machen. Du kannst Feierabend machen. Ah, was ist denn los hier? Oh. Das ist doch sehr nice. Wenn ich das nächste Mal dann mit der Drohne anfange. Gibt es hier noch etwas, was ich lernen kann? Ja. Halte R1 gedrückt und drücke... Oh Gott, die ganzen Kombos. Als ob ich mir das merke. So, welche Aufgabe wollte ich jetzt machen? Geht's um Wild Jackson. Wo ist Wild Jackson?
Bin ich das hier? Ich weiß nicht, ob die das meinen. Die meinen das hier, in der Street, genau. Ja, ich bin ja schon hier. Ah. Du wolltest aufhören. Ja, ich mach die Nebenaufgabe noch. Ist die letzte, die ich jetzt habe. Beziehungsweise bin ich sowieso fast fertig, weil ich die ja schon halb gemacht habe. Wann gab es in White Jackson das letzte Mal neue Angebote? Was? Hm, jetzt muss ich es sagen, das ist schon eine Weile her. Tja, scheinbar fragen sich die Leute, was das nächste große Ding im White Jackson wird. Sie wollen etwas Neues. Hm. Einen wunderguten Liz, einen wunderguten Devil. Es wird bei dir. Das klingt nachvollziehbar. In Sachen neue Kreationen waren wir in letzter Zeit ziemlich voll. Also ich zumindest. Ah, das haben sie nicht gehört. Ich werde noch ein paar zusätzliche Infos sammeln und dann der Zentrale Bescheid geben. Ja, das ist vermutlich ein guter Plan. Oh, und ich möchte mich natürlich auch bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken. Wie heißen Sie eigentlich? Ja. Oh, hat der gerade das Fahrrad? Manchmal leckt das Spiel total, so wie jetzt gerade. Ach, der lebt noch. Ach, das ist dieser Goto. Den habe ich doch schon dreimal oder so verkloppt. Der gibt nicht auf. Wie weicht man nochmal aus? Ich hab's schon wieder vergessen. Rennt mit was? Bauchladen durch den Chat. Arschkratzer, Arschkratzer. Nani! Bin so voll gefuttert. Wir kommen zurück, Mayo. Zwei Gefangene habe einen verpasst. Ja, hast du. Das war genauso widerwärtig wie die erste Aufgabe. Ich weiß nicht mal, ob überhaupt jemand da was geklippt hat. Ich glaube nicht. Früher konnte ich mehr essen. Ja, wenn man irgendwie nicht mehr viel isst, da passt im Magen irgendwie nichts mehr rein. Ich kenne das allgemein, dass bei mir nicht viel reinpasst. Außer bei Sushi. Da kann ich echt für meine Verhältnisse echt viel essen. Muss der Laden sein. Huch! Oh, Entschuldigung! Upsala! Der Perverse. Ja, ich weiß nicht, ist es der erste oder der zweite? Es gab ja zwei. Ich weiß nicht, ob für beide ein Clip erstellt wurde. Das ist jetzt. Ach ja, von dem zweiten auch super. Ja, Godzilla Tabo. Ruckelt ja nicht schlecht dafür, dass es aussieht wie von 1995. Findest du? Also ruckeln ja, das ist leider. Bei manchen Kampfszenen oder wenn ich in irgendein Gebiet reinrenne oder in einen Laden gehe, dann fängt das auf einmal an, einfach zu stoppen. Leiser im Paradies. All you can eat Sushi in Japan. Ich glaube, ich würde sterben. Ich würde sterben. Hallo, Dropper. Mir geht's besser. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hast du den Clip gesehen, Sven? Die sind so eklig. Ayabe ni hanashitara, omae wo kokoe yobe tte iwarete yo. Tada, ore mo hajimete no basho da.
Jetzt will ich das Spiel haben. Das Spiel macht auch echt Bock. Allein mit den Minispielen kannst du auch erstmal so ein paar Stunden Zeit verschwenden. Nee, Sven hatte den zweiten nicht mehr mitbekommen, er ist ins Bett gegangen. まあ、そうだけど。綾部は汚職警官だからな。大っぴらにされることを何よりも嫌う。で、そうなりゃもう情報は手に入らねえ。わかるな?ん?おい。誰か来たぞ。プリグルアクション。 Ja, eindeutig, wir müssen kämpfen. いらっしゃい。さあ、お適当に選んでね。よ、連れてるか、今日は。いや、静かなもんだよ。気が散るぜ。あっち行ってろ。カリカリすんなって。あんたら、綾部と待ち合わせなんだろ。誰だって。とぼけんじゃねえ。いい手目に相手のか。人違いじゃないか。俺ら何も。ああ、他を当たりゃ。 Gibt es in Japan nicht auch ein Restaurant, wo du deinen eigenen Fisch angeln kannst und den dann essen kannst? Also der wird dann zubereitet. War das nicht in Japan irgendwo? Mach deinen eigenen Hummer aussuchen. Ja, ich glaube, es gibt aber echt, wo du angeln kannst. So richtig im Laden angeln. Deinen Fisch angeln und dann wird der zubereitet. Das gibt es nicht in Japan. Ja, das will ich auch mal wissen. Ich finde besonders diese Automaten, die überall stehen, voll geil. Nicht das schon wieder. Oh, was? Wie so ein Papierflieger. Hebt er die Bank da einfach hoch? Mittlerweile mit Finisher. Kann man sowas überleben? Also, ich würde sagen nein, aber... Die anscheinend schon. もういいよ。二人とも合格だ。合格?綾部さんは初めての取引相手に慎重でね。 Er hat von dieser Lache nachher Träumen. Albträume. じゃあ、こいつら。みんな綾部さんの手下だよ。俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんた、カイトさんだろ?あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが、聞いてた以上に天然だったな。天然って。 geheimer Untergrund hier oder? Ist das ein Fall? Warte mal. Ah, ich dachte, er drückt jetzt einen Knopf und da, wo der Teppich ist, das geht dann runter oder so. Das sind ja ganz komische Ideen. リーパーは恋女房の陰には愛人がいるってわけよ。フランス語ってガラかよ。綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。
300 Casino-Chips. Oh nein! Ich darf sowas nicht bekommen. Werde ich wieder hier Schulden und so bekommen. Huch. Weiter. Hier laufen Bunnies rum. Jetzt vorbei. Also, das ist ein Arsch, ja. Der Club gefällt mir. Das Pokern. Ich kann kein Poker. Oh, warum ist Dabo, ja, war, und Pokern kann ich. Pokern ist bei mir ganz schlimm. Das ist noch schlimmer als Blackjack. Huch. Ich wollte mich noch umgucken. Domo, Kaito-san. Soreto. Anta ga Yagami-san? Soreto mo Yagami-sensei te yonda hou ga ii ka na? Suki ni yonde kurete ii yo. Okay. So sieht er so aus. Yoroshiku. Doda, koko no kasino wa. Kinitta ga? Ja, ich verstehe schon das Prinzip, Killer. Ich bin bei sowas immer total unsicher, wenn ich keine Ahnung habe. Da bin ich immer sehr unsicher. Ich muss aber echt mal pokern lernen, ohne Scheiß.俺の家事のつっても罰を当たんねえだろ。その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ。教令会のヤクザが目えぐられてる事件だ。いや、ゼリアンダースシュテオン、マステン。この間、ハムラを逮捕したのも黒岩だ。 Selina, du bist ein Engel. Vielen Dank. Dankeschön, Selina. Du hast mich gerade gerettet. Stimmt, ich habe das vergessen. Gut, dass es dir aufgefallen ist. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat sich jetzt geändert. Ich hab zu danken. Du hast mich informiert. Mich immer anmeckern. Ich mecker dich nicht an, ich gebe dir auch noch Hinweise. Wir faulen Säcke. Passiert, alles gut. Ich hab's jetzt auch, weil ich auch die Pause gemacht habe und so. Hat sich? Okay, danke schön. Du hast einen Pokerkoffer zu Hause. So läuft das in Kamurocho. Alles ziemlich zwielichtig, aber man kann alles kriegen, was man will. クロイワはカムロ署のヒーローでね。押し出しが効いて部下の人望も厚く、検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃあ、あんたはなんで嫉ってるんだ。完全無欠だからだよ。あんた、自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか？おまけに男前なんだぜ。嫌だね。男の嫉妬は。
しかも自分は悪徳警官なのによ。いや、正直で帰って気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せろね。こいつが黒岩だ。覚えとけ。ああ、もう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。なんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだから。なるほど。渡した資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい？空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かったよ。せっかくだ。俺はここでもう少し遊んでくれ。お前はどうする？こっちも好きにやるよ。そっか。じゃあな。Was willst du, Shell? Willst du mir damit sagen, du gehst jetzt essen? Oder was meinst du?